Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Dieses Bild hinter mir stammt noch aus glücklicheren Tagen. Es zeigt die SVP im Wahlkampf 2018. Mittlerweile geht es nicht mehr ganz so harmonisch zu. Die veröffentlichten Saat-Abhörprotokolle haben innerhalb der Südtiroler Volkspartei ein regelrechtes Erdbeben ausgelöst. Landesrat Thomas Wiedmann, Bezirksobmann Christoph Berratoner und Bezirks- bzw. Parteivizeobmann Karl Zeller wurden nämlich von Landeshauptmann Arno Kompatscher und vom Parteiobmann Philipp Achammer zum Rücktritt aufgefordert. Und auch die Position vom SVP-Landtagsfraktionssprecher Gerd Lanz, die wackelt. Doch reicht das alles? Genau darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Elisa Dabeiner führt uns in das Thema ein. Vor nicht einmal zwei Wochen haben die beiden Journalisten Christoph Franceschini und Arthur Oberhofer das Buch Freunde im Edelweiß vorgestellt. Seitdem kommt die Südtiroler Volkspartei nicht mehr zur Ruhe. Im Buch wird behauptet, dass Privatunternehmen wie die Saat, aber auch aktuelle und ehemalige SVP-Politiker versucht haben, die Bildung der Landesregierung zu beeinflussen und diese entsprechend zu lenken. Gestern Nachmittag dann kam der Paukenschlag. Auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz stellten SVP-Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher klar, dass Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann, SVP-Bezirksobmann Christoph Berratoner und SVP-Vizeobmann Karl Zeller ihren freiwilligen Rücktritt einreichen müssen. Fraktionssprecher Gerd Lanz wurde aufgefordert zu klären, ob er selbst noch den Rückhalt der SVP-Landtagsfraktion hat. Doch reicht das, um die sogenannte Saat-Affäre endgültig ad acta legen zu können? Und kann die SVP damit wieder zum Alltag übergehen? Ja, wir suchen nach Antworten auf diese spannenden Fragen. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio recht herzlich zum einen Gerd Lanz, SVP-Fraktionssprecher im Landtag, und zum anderen Ball Kölnsberger, Fraktionssprecher vom Team K im Landtag. Schön, dass Sie beide hier sind. Schönen guten Abend. Danke, gerne. Gerd Lanz, werden Sie jetzt Ihr Amt als Fraktionssprecher der SVP im Landtag abgeben? Werden Sie in Ihrer eigenen Fraktion die Vertrauensfrage stellen? Es ist so, dass wir auch gemäß der internen Geschäftsordnung das so handhaben, dass wenn ein Antrag kommt, dann kommt er natürlich auf die Tagesordnung, wird dann intern besprochen und wird dann auch gemäß der Geschäftsordnung entschieden. Das heißt, Sie haben nicht vor, freiwillig von Ihrem Amt zurückzutreten? Ich kann mir selber schwer das Vertrauen entziehen, denn ich bin auch überzeugt, dass das, was momentan passiert, auch für die Fraktion eine große Herausforderung ist und es auch meine Aufgabe ist, hier ganz klar Position zu beziehen. Und es geht darum, dass wir hier diese Vorkommnisse, die vorgefallen sind, aufklären, dass wir die in den Parteigremien besprechen. Und das war auch die Forderung der letzten Tage. Forderungen der letzten Tage, um genau zu sein, Herr Lanz, da muss man sagen, die Forderungen von gestern Nachmittag, erst fast 24 Stunden ist es her, da haben Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher klare Rücktrittsforderungen von Parteivizeobmann Karl Zeller, Bezirksobmann Christoph Berratoner und Landesrat Thomas Wiedmann eingefordert. Die sollen freiwillig zurücktreten. Paul Kölnsberger, reicht das, um diese sogenannte Saat-Affäre zu bereinigen? Ja, das war jetzt so, würde ich sagen, eine typische SVP-Maßnahme. Da opfere ich zwei, du opferst auch zwei. Wir machen so ein Unentschieden und versuchen da noch weiterzumachen. Denn ich glaube, das Einzige, wo es noch bei der SVP in diesem Krieg jetzt einen gemeinsamen Nenner kriegt, ist es dann doch zu versuchen, die Macht zu behalten und nicht jetzt alles zu zerstören, was sie sich in Jahren ans System aufgebaut hat. Das glaube ich wirklich das Einzige. Und deswegen ist es eigentlich theoretisch eine Entscheidung im Sinne des Weiter so. Was mir aber vorkommt, dass sowohl dem Parteiobmann als auch dem Landeshauptmann hier die ganze Sache etwas entglitten ist. Das hat mittlerweile eine Dynamik angenommen. Es gibt jeden Tag eine neue Pressekonferenz, wo jemand auf den anderen hineinhaut. Es ist auch ein bisschen kindisch und auch ziemlich niveaulos, die ganze Geschichte momentan. Deswegen, erstens ist dieses Spiel noch lange nicht ausgefochten. Das geht noch, glaube ich, ziemlich lange weiter. Und zweitens, es reicht natürlich nicht. Das heißt, was will die Opposition? Gestern gab es eine gemeinsam verschickte Pressemitteilung. Da hat die Opposition Neuwahlen eingefordert. Ja. Aber heißt das im Umkehrschluss, die Opposition wird im Landtag auch einen Misstrauensantrag einreichen? Ich habe auch gehört, Sie, Paul Kölnsberger,
könnten als Gegenkandidat zu Arno Kompatscha auftreten. Nein, das habe ich sofort gleich schon klargestellt, dass ich das absolut nicht vorhabe. Es ist auch so, wir haben jetzt einen Sonderlandtag einberufen als Oppositionen und das ist die Gelegenheit, einmal darüber zu diskutieren. Dann sieht man weitere Schritte. Das ist am Montag bereits. Und dann sehen wir weitere Schritte. Misstrauensantrag liegt seitens der Opposition keiner auf dem Tisch. Ich denke, die SVP muss sich hier dieses Problem lösen. Und es liegt auf der Hand, also zum Wohle des Landes wäre es das Gescheiteste, wenn sie sich zusammenreißen und schauen, dass sie eine handlungsfähige Regierung schaffen. Wenn das nicht geht und momentan deutet alles darauf hin, dass sie sich nicht mehr zusammenraufen, dann ist es besser, wenn man hier auf Null setzt und den Bürgern das Wort gibt. Also Neuwahlen. Herr Lanz, wären Neuwahlen sinnvoll? Landeshauptmann Arno Kompatscha hat heute im Rahmen der Pressekonferenz nach der Landesregierung gesagt, nein, Neuwahlen sind gar nicht notwendig, weil für mich die Voraussetzungen für die Kontinuität dieser Regierung gegeben sind. Sehen Sie das auch? Neuwahlen bringen nichts? Oder wären Sie gegen Neuwahlen, weil angesichts der aktuellen kritischen Lage der SVP mit starken Stimmenverlusten rechnen müsste? Es geht darum, dass wir derzeit die Situation haben, dass wir eine Regierungsumbildung haben, aufgrund der Tatsache, dass Landeshauptmann Kompatscha, Landesrat Wittmann die Kompetenzen entzogen hat. Das heißt, es wird das Thema sehr wohl in den Landtag kommen, es wird Vorschläge geben, wie es auch im Rahmen der Regierungsbildung vor 3,5 Jahren war. Insofern ist hier nichts Untypisches passiert, denn wir als Abgeordnete im Landtag werden darüber diskutieren, werden darüber befinden. Ich denke auch nicht, dass es dann sinnvoll ist, dass wir die sämtlichen Parteiangelegenheiten, die natürlich geklärt werden, das war auch immer die Forderung, wo wir gesagt haben, wir wollen das intern klären, dass wir das jetzt zum Thema im Landtag machen. Wir hatten es in der Vergangenheit nie so, dass wir bei verschiedenen Thematiken in Parteien vorgekommen sind, dass wir das zum Thema des Landtages gemacht haben. Wir haben heute die Situation, dass wir eine handlungsfähige Regierung haben. Wir haben einen Haushalt, wir haben dementsprechend die Kompetenzen verteilt und haben jetzt eine Position neu zu besetzen. Und ich denke, das werden wir auch machen. Das ist schon interessant, was Gerd Lanz sagt. Er sagt, wir haben eine handlungsfähige Regierung. Ist das wirklich so? Wenn man diese Landesregierung nämlich genauer anschaut, da ist gut die Hälfte der Mitglieder in diese Saatabhöraffäre irgendwie indirekt direkt verwickelt. Das ist richtig. Also ich möchte nur klarstellen, die Parteiinternen interessieren mich nicht und ich bin ganz bei Ihnen, die gehören nicht in den Landtag. Was aber schon politisch relevant ist für das Land und für den Landtag, ist eben, ob diese Regierung noch handlungsfähig ist. Das heißt auch nicht nur die Regierung in sich, sondern auch, ob sie noch auf eine Mehrheit im Landtag zurückgreifen kann. Die SVP ist dermaßen gespalten und Landeshauptmann Kompatscha befindet sich in der Minderheit. Er tut mir auch oft leid in seiner momentanen Rolle, dass man sich diese Frage stellen muss. Und Sie haben ja auch dazu beigetragen. Sie haben gesagt, es graust Sie, mit gewissen Kollegen noch an einem Tisch zu sitzen. Deswegen ist die Frage schon legitim und dass der Landtag das diskutiert. Aber eben diese Frage, ob die Regierung noch handlungsfähig ist, halte ich für absolut korrekt und das ist auch wichtig. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr euch zusammenreißt und das Land unter euch regieren könnt, dann ist das die beste Lösung. Aber momentan sieht es nicht mehr danach aus. Und es wird auch viel Theater gespielt, weil jetzt heißt es, ach, die Abhörprotokolle und ich bin so enttäuscht. Alle die beteiligten Akteure wussten seit mindestens einem Jahr von diesen Protokollen. Und die ganze Sattgeschichte, ich rede seit 8 Jahren im Landtag davon, das sind keine großen Neuigkeiten. Das wussten alle, inklusive Landeshauptmann. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, hier einen reinen Tisch zu machen. Paul Könsberger sagt, ihr von der SVP solltet euch zusammenreißen. Jetzt hat ja gestern die Parteispitze und auch der Landeshauptmann hat ganz klar Rücktrittsforderungen an 3 Personen gerichtet. Ihre Position muss ja noch geklärt werden. Jetzt ist aber einer dieser 3 nicht bereit, freiwillig zurückzutreten. Karl Zell hat gesagt, nein, ich wüsste nicht warum. Wenn schon, dann stelle ich mich nicht vor das jüngste Gericht, aber wenn schon, stelle ich mich vor die Landesversammlung der SVP und die soll dann über mein zukünftiges politisches Schicksal entscheiden. Wenn jetzt Karl Zeller nicht freiwillig zurücktreten will und vielleicht auch noch andere nicht, ja, ist dann nicht der Streit automatisch vorprogrammiert? Geht dann dieser Streit weiter innerhalb der SVP? Denn man muss ja auch sagen, das ist ja nicht nur an 2 oder 3 Personen festzumachen, dieser Streit. Es gibt 2 Lager innerhalb der SVP. Eines pro Achammer, eines pro Kompatscha. Ich würde es so sehen. Wir haben als Südtiroler Volkspartei natürlich verschiedene Themen bei uns in der Partei, verschiedene Strömungen. Das ist auch das Wesen einer Sammelpartei. Dazu stehen wir auch. Es ist immer die Herausforderung, dann am Ende des Tages eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Und das wird auch hier der Fall sein. Jetzt geht es darum, dass diese Vorschläge, die gemacht worden sind, auch dementsprechend in den Gremien besprochen werden. In den Gremien auch das Für und Wider abgewägt wird und dann die Entscheidung gemeinsam. Ich gehe auch davon aus und ich denke es, ich war bei diesen verschiedenen Gesprächen jetzt nicht anwesend, aber ich gehe davon aus, dass es sicherlich in den nächsten Wochen auch zu einem außerordentlichen Partei
da kommen wird, wo wir dann die Themen gemeinsam diskutieren. Denn jetzt sind hier die Leute auch gefragt vor Ort. Wir haben die Ortsausschüsse, wir haben die verschiedenen Vertretungen, die ja tagtäglich auch für die Partei arbeiten. Und ich glaube, denen muss man auch die Möglichkeit geben, hier Stellung zu beziehen. Es geht ganz klar um die Diskussion, wie wir uns als Partei aufstellen, welche Werte wir uns geben. Und wir sehen, dass wir hier in der Geschichte der SVP durchwegs viel erreicht haben. Wir sehen aber auch, dass wir hier jetzt einige Korrekturen machen müssen. Das war auch so gefordert. Und ja, natürlich wissen wir das Thema länger. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wir müssen aber auch dazu sagen, es waren auch andere Umstände. Bis vor wenigen Monaten wurde strafrechtlich ermittelt. Diese Ermittlungen wurden eingestellt. Und es waren ja dann im Zuge der Einstellung dieser Ermittlungen, dass ganz klar die Aussagen kommen, so jetzt können wir uns daran machen, diese Themen intern zu besprechen. Wir müssen jetzt hinschauen, was hier war. Wir müssen schauen, was vor diesen 3,5 Jahren passiert ist, was die Beweggründe waren, ob es dann nur politische verschiedene Anschauungen sind, die vielleicht nicht mehr zusammenpassen. Das kann ja durchaus sein. Aber ich gehe davon aus, dass sie sehr wohl auch innerhalb der Partei diskutiert werden. Gerd Land spricht von Korrekturen innerhalb der Partei. Wenn man jetzt mit den Menschen draußen auf der Straße spricht, dann hört man ein großes Unverständnis, was jetzt all diese veröffentlichten SAT-Abhörprotokolle und deren politischen Folgen angeht. Herr Könsberger, reicht das, was die SVP jetzt vorhat? Ich glaube nicht, dass man das jetzt so kleinreden kann. Ich glaube auch, dass die SVP-Basis und die SVP-Wähler sich etwas Besseres verdient haben und mit anderer Erwartungshaltung in diese Regierung gegangen sind und auch aus der Vergangenheit Besseres gewöhnt waren. Es kann nicht sein, dass man das jetzt einfach so unter den Tisch kehren will. Und wir wissen genau, wenn nicht dieses Buch veröffentlicht worden wäre, dann wäre genau das geschehen. Dann hätte man versucht, intern das wieder klein zu reden, zu klären und fertig. Jetzt ist das Buch hinaus, dann ist es publik geworden. Dann haben die Leute vor allem die Audiofiles gehört und jetzt auf einmal wird darüber diskutiert. Jetzt ist der Skandal da. Im Grunde genommen sind das Sachen, die ich schon seit langer Zeit sage, aber jetzt ist es draußen bei den Leuten. Deswegen ist es gut und es ist dringend nötig, dass das... Aber generell diese Verflechtungen von Politik mit Wirtschaft, mit privaten Interessensvertretern, dass hier Klarheit und Transparenz geschaffen wird. Sie haben von Werten geredet. Ich glaube, Transparenz ist einer der ersten Werte und Fairness, das braucht es jetzt wieder. Und das ist dringend nötig, dass die Regierungspartei hier die Kurve kratzt. Transparenz und Fairness, Gerd Lanz, da müssen wir jetzt auch mal über Sie sprechen. Denn auch Sie haben ja in dieser Legislatur, sage ich mal, für Schlagzeilen gesorgt. Erst vor 9 Tagen haben Sie ein Interview bei uns in der Tagesschau gegeben und das hat auch fraktionsintern viele, sage ich mal, aufgerüttelt und haben auch viele Fraktionsmitglieder kritisiert. Aber Sie stehen auch deshalb ein bisschen zur Diskussion, weil Sie ja auch selber als Unternehmer mit SAT-Mehrheitseigentümer Ingemar Gatterer Verhandlungen geführt haben über den Verkauf Ihrer Halle. Man spricht von 4 bis 5 Millionen Euro. Das zum einen. Und wie gesagt, dann gab es dieses eine Interview, das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Dieses eine Interview, das Sie vor 9 Tagen in der Tagesschau gegeben haben. Wenn ich mir denke, wir haben morgen um 12 Uhr Fraktionssitzung und wenn dann gewisse Leute dort sitzen, wo ich jetzt weiß, was die im Detail gesagt haben, dann muss ich sagen, dann graust von mir davor. Würden Sie das genau so noch einmal sagen? Denn dieser Satz könnte theoretisch gesehen am Ende vielleicht sogar das Ende Ihrer politischen Karriere bedeuten. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren nie davor verborgen, um in deiner Aussage zu stehen oder zu dieser Aussage zu stehen. Ich kann jetzt nur diese Bitte an alle Zuschauer richten, dass man auch versucht, mal zu bewerten, was war vor 3,5 Jahren. Und vor 3,5 Jahren hatte ich diese Schwierigkeiten und hatte ein Angebot, meine Immobilie zu veräußern und habe dann nicht unterschrieben. Die Folgen kennen wir. Aber es geht war ja damals jetzt nicht auch darum. Es geht darum. Es geht darum, dass man diese Geschichte damit sich herumträgt. Und es geht darum, dass wenn man dann hört, dass Leute sagen, es sei ja nichts gewesen. Es geht darum, wenn Leute sagen, das wäre ja nur Gerede gewesen. Und wenn man selber betroffen ist, dann ist es klar, dass auch die Emotionen hochkommen. Es ist ganz klar, dass man dann auch gewisse Aussagen tätigt. Und nochmal, wenn man diese Umstände auch mit berücksichtigt, und das hoffe ich, dass das einem zugestanden wird, denn wir sind ja nicht, dass wir für einen Moment hierher gebeamt werden und eine Aussage treffen. Wir leben ja hier in dieser Welt, in diesem Land und dementsprechend werden wir natürlich mit diesen Themen konfrontiert. Ich weiß, dass ich in die Politik gegangen bin, weil ich die Politik von Landeshauptmann Kompatscher unterstützen möchte, weil ich die
sinnvoll finde für dieses Land, weil ich auch weiß, dass diese Herausforderungen da sind. Und diese Arbeit habe ich auch so gemacht, wenn jetzt meine Position zur Diskussion steht, dann wird sie zur Diskussion stehen, wobei ich nicht davon ausgehe, dass es dann irgendwas ändert in dieser ganzen Dynamik, aber sehr wohl werde ich mich einer solchen Diskussion stellen, gerne sogar. Wir werden dann klären, was dann auch die Meinungen sind. Aber wir dürfen das eigentliche Thema nicht verwechseln. Wir haben hier Situationen und niemand von uns, weil es Paul Kölnsberger vorhin gesagt hat, wir dürfen es nicht kleinreden. Ich glaube, ich bin dann hier der falsche Adressat, denn wir reden es nicht klein. Denn wir wissen, das, was hier gezeigt wird, wollen wir nicht. Das wollen wir nicht in unserer Partei. Und da müssen wir ganz klare Linien ziehen. Und da müssen wir ganz klar sagen, was geht und was geht nicht. Und dazu stehen wir auch. Hat so gesehen Südtirol ein Systemproblem, Herr Kölnsberger? Ich meine, gerade auch dieser Fall von Saat, da zeigt doch auf, Politik und Wirtschaft, die waren schon, wie es auch Günter Balawa sagt, also Machtmissbrauch und Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft, die sind evident. Hat Südtirol ein Systemproblem? Ja, Südtirol hat ein Systemproblem. Das rührt erstens daher, dass Südtirol ein kleines Land ist und es ist natürlich klar, dass man hier viele Leute kennt. Viele Leute kennen sich untereinander, gerade auf Gemeindeebene. Zum Zweiten kommt hier bei uns einfach erschwerend dazu, dass wir seit 70 Jahren eine Partei haben, die dieses eine einzige, die dieses Land regiert hat. Und die hat ihre Tentakel eigentlich in jede Fuge dieses Landes hineingesteckt. Und da haben wir ein Systemproblem. Deswegen wäre ja ein demokratischer Wechsel in Südtirol oder zumindest die Alleinherrschaft zu brechen so wichtig. Denn dann würde auch dieses System nicht mehr so funktionieren. Ein System, wo wirklich eine Verflechtung da ist. Und Saat ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Schauen Sie sich einmal das Raumordnungsgesetz an. Das Ganze, was bei der Energie passiert, ist mit Zell noch damals, das ist ja alles das Gleiche. Es geht hier darum, dass die Verflechtungen mit wirtschaftlich, mit privaten Interessensvertretern mittlerweile so groß sind, dass die SVP, man sagt, die Geister, die ihr rieft, die Lobbys, die ihr rieft, die werdet ihr jetzt nicht mehr los. Das ist ein Prozess, den aber diese Regierungspartei machen muss, denn es geht hier darum, Volksvertretung zu sein und nicht Interessensvertretung. Gerd Lanz hat den Kopf geschüttelt. Nein, das stimmt so nicht. Ja, ich schüttle den Kopf, weil es eigentlich nicht korrekt ist, dass man unsere Parteifunktionäre als Tentakel bezeichnet. Wir haben 70 Jahre Geschichte. Ich denke auch, dass die Südtiroler Volkspartei für dieses Land sehr viel bewegt hat. Wir wissen auch, dass natürlich in 70 Jahren Fehler gemacht wurden. Dazu stehen wir auch. Diese aufzuarbeiten. Viel Gutes, das kann ich an. Aber auch die Fehler, wir stehen auch dazu, weil da haben wir kein Problem. Es geht natürlich, aus den Fehlern zu lernen. Wir haben in der Gesellschaft manchmal die Überlegung, wenn wir einen Fehler machen, setzen wir uns hin und dann wird der Fehler weg sein. Nein, der Fehler bleibt. Es geht darum, wie wollen wir in Zukunft mit dieser Erkenntnis weitergehen. Genau. Und das ist auch die Erfahrung und die Anforderungen, die wir jetzt haben. Und ich glaube, dieser Diskussion stellen wir uns auch. Und es wird immer wieder gesagt, diese Verflechtungen. Und wir müssen auch hier ehrlich sein. Es ist ja ganz klar, unabhängig, welche Interessen es sind, unabhängig, ob es Verbände sind, ob es Vereine sind, ob es Institutionen sind, die gehen natürlich dorthin, wo sie sich erwarten, Gehör zu finden und auch erwarten, das Thema weiterzubringen. Das ist ja legitim. Es geht darum, wie wir diesen Dialog führen und wo wir dann sagen, Moment, bis hierher, wir haben gehört, wir werden uns darum bemühen, interessieren, wir werden das diskutieren. Oder ob wir sagen, dann, ihr könnt alles von uns bestellen und wir werden es machen. Das ist nicht der Fall bei uns. Ganz neutrale Analysten sagen auch, eigentlich ist die Politik der große Verlierer dieses Skandals, sage ich mal. So gesehen, Paul Kölnsberger, reden wir auch mal Klartext über Sie. Auch Ihre Partei hat in der vergangenen Legislatur vielleicht dazu beigetragen, denken wir an die internen Streitigkeiten und die Parteiaustritte von Josef Unterholzner und Peter Feisner und auch an Ihren persönlichen 600-Euro-Corona-Bonus-Skandal. Also trägt nicht so gesehen auch eine Oppositionspartei wie Team K zu dieser Politikverdrossenheit bei? Wissen Sie, mit den 600 Euro, das war eine Unachtsamkeit, wenn ich gemerkt habe, dass ich hier eine Blödsinn gemacht habe, hatte ich die 600 Euro schon zurückgegeben, bevor überhaupt in der Zeitung geschrieben wurde. Und ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann mit dem, was hier passiert. Hier werden Millionen durch Privatinteressen momentan verschoben. Das Problem, das sich hier ergibt aus dieser miserablen Figur, die momentan gemacht wird, mit den Abhörungen, vor allem mit diesen Audiofiles, das bekommen wir sicher zu spüren. Erstens ist es schwierig, unseren Jugendlichen das zu erklären, was jetzt hier gerade vor sich geht. Und zweitens wird das dazu führen, dass wahrscheinlich die Wahlbeteiligung noch sinkt. Es wird aber auch noch schwieriger werden, gute Kandidaten zu finden, weil die Politik einfach weiterhin an Ansehen einbüßt. Und das natürlich, da werden bei diesem Skandal jetzt, da werden große Folgeschäden bleiben für die Politik.
Wie soll es also nach diesen SVP auch Rücktrittsforderungen weitergehen? Wie soll es überhaupt nach diesem Saatabhörskandal weitergehen? Was sagen Sie dazu? Wir haben diesbezüglich ein Mittagsmagazin Spezial morgen eingeplant nach den 13 Uhr Radionachrichten. Bei mir im Studio ist dann der Politikwissenschaftler Hermann Natz. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit, das alles unter der derzeit eingeblendeten grünen Telefonnummer. Wie es konkret weitergehen wird in den kommenden Tagen, werden wir schon bald sehen. Danke Gerd Lanz von der SVP und danke, Herr Könzberger vom Team K für diese hoffentlich auch ehrlich gemeinte und offene Diskussion. Übrigens, auch am kommenden Montag werden wir am runden Tisch dieses Thema noch einmal aufgreifen und auch eine genauere Hintergrundanalyse wagen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Montag beim runden Tisch. Auf Wiedersehen.